Sam. Mit diesen drei Buchstaben verbinden viele ihr Gesicht. Susan Atwell liefert uns ab Ende der 90er mit ihrem Mittagsmagazin auf ProSieben beste TV-Unterhaltung. Doch was macht die hübsche Moderatorin eigentlich heute? Wir treffen sie bei der Verleihung des bunten New Faces Awards in Frankfurt. Kaum zu glauben, zwischen diesen Aufnahmen liegen tatsächlich fast 20 Jahre. Was ist das Geheimnis der 53-Jährigen? Ich habe gute Gene, ich habe Glück gehabt, ein Leben zu führen, was weitestgehend so ist, wie man sich das wünscht, ist, glaube ich, hilfreich. Die Sonne meiden. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Zu Hause hat Susan mit ihren Töchtern dann doch viel Sonnenschein. Und auch sonst hat sich seit den 2000ern einiges bei der zweifachen Mutter getan. Meine erste ist 28, die ist 93 geboren. Und die zweite kam 2006 auf die Welt, die ist jetzt auch schon 15. Was ist noch so passiert? Ich bin von München nach Hamburg gezogen, wieder in meine Heimat. Ich habe angefangen, für den Hessischen Rundfunk zu arbeiten. Das mache ich jetzt seit 13 Jahren. Jetzt ist Frankfurt meine zweite Heimat. Und sonst? Mei. Das Leben ist passiert, oder? Aber nichts... Nichts Bahnbrechendes außerdem. Ich habe ein gutes Leben. Es geht mir gut. Das sieht man ihrem Strahlen deutlich an. Und auch wenn Susan rundum zufrieden wirkt, ein paar Wünsche und Pläne für die Zukunft hat sie dann doch. Ich möchte mal wieder auf einer Bühne stehen. Ich möchte mal wieder live moderieren. Das habe ich ja auch viel gemacht. Ich habe ja vor der Pandemie viele Veranstaltungen moderiert, auch für den Burda Verlag. Und das habe ich immer super gerne gemacht. Ja. Und das würde ich gerne wieder machen. Also ich habe das große Glück, dass ich als freie Journalistin und Moderatorin für den Hessischen Rundfunk arbeiten darf. Aber ich habe auch andere Jobs gemacht in meinem Leben schon. Und das macht meinen Job so interessant, dass der so abwechslungsreich ist. Und das war jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht so sehr. Also darauf freue ich mich sehr. Einfach mal wieder vor Publikum zu stehen, live was zu moderieren. Ich finde es schon ganz toll, hier überhaupt zu sein und Menschen zu interviewen. Macht mir großen Spaß.